wieder shoppen und habe einige Sachen angesammelt, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe 3 Paar Schuhe gekauft. Oh mein Gott. ich würde sagen, ich fange am besten mit den Schuhen an. Und zwar habe ich mir Michael Kors Schuhe gekauft. So sehen sie aus. Das sind so, ja, man kann sagen, Gummistiefel, aber halt kurz, wie ihr seht. Und hier oben sind sie aus so einem, ach, wie heißt das, wie so ein Taucheranzug. Wie heißt dieser Stoff? Neoprenstoff, kann das sein? Und dann haben sie hier dieses Detail noch, da steht dann Michael Kors drauf. Und ja, das ist die Größe 38, die fallen nämlich sehr groß aus, genau, 38, ich habe normalerweise 39, aber der passt perfekt, auch wenn ich 2 Paar Socken anhab. Und ich finde aber auch, der hält sehr warm und innen drin ist jetzt nichts besonders gefüttert oder sonst was, aber trotzdem hält er sehr warm und der ist sau bequem, Leute, richtig cool. Und ich finde den einfach wunderschön, habe 130 Euro dafür gezahlt und habe den in einem Laden gekauft, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich blende euch den Namen mal hier ein. Ich habe sie auch bei Amazon gesucht, aber nicht gefunden. Ich gucke nochmal, wenn ich sie finde online, dann verlinke ich sie euch mal in die Infobox. Dann könnt ihr euch sie auch nachbestellen und ja, finde ich sehr schön, auch sehr neutral. Und die sehen so cool aus kombiniert, also die machen den Fuß richtig elegant, finde ich. Dadurch, dass es hier so glänzt, wirkt es sehr edel und trotzdem nicht zu elegant, da es halt voll der coole Schuh eigentlich ist. Aber es ist halt so die perfekte Mischung, der perfekte Schnitt und das perfekte Material. Ich finde Lackschuhe, also so Lackboots, sowieso im Moment total schön. Und hatte auch schon andere gesehen, die gab es aber nicht in meiner Größe, das waren so No-Name-Schuhe. Und dann habe ich die gesehen im Schaufenster und musste sie sofort haben. Die sehen einfach, ja, zu jedem Outfit sehr cool aus. Geht einfach immer. Also ihr könnt eigentlich alles dazu tragen. Es ist halt ein schwarzer Schuh. Deswegen, ich bin so verliebt und so hin und weg und liebe sie über alles. Ein ganz großer Kauftipp, falls ihr noch irgendwie so Schuhe sucht. Zum zweiten Paar, und zwar sind das Stiefletten, diese hier, ich zeige sie euch mal was näher, das sind so spitze Stieflettchen von H&M und die haben so ein Krokomuster und die habe ich mir für 39,90 Euro gekauft. Das ist kein echtes Leder, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist ein Absatz, der 10,5 cm hoch ist. Und ich finde sie total bequem. Also gut, ich bin an hohen Schuhen gewöhnt, aber ich finde sie wirklich bequem. Und Leute, ich habe die jetzt 2 Wochen, glaube ich. Und seitdem ich sie habe, trage ich sie fast täglich. Ich trage sie so für in die Stadt zum Beispiel. Dann trage ich sie sehr gerne zum Feiern gehen. Und ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen was erhalten, weil ich trage sie wirklich sehr oft, wie gesagt. Und ja, ich finde die einfach so schön. Die sind halt ein bisschen spitzer vorne. Das macht eh immer den Fuß sehr elegant und sehr schmal. Und ja, mag ich ja sowieso sehr gerne. Und die kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken, falls ich sie noch finde online. Und dann kommen wir zum dritten Paar Schuhe. Tada! Und so sind es diese hier. Ich finde die so wunderhübsch. Ich habe auch ein Bild bei Instagram gepostet. Und die habe ich im Primark gefunden durch Zufall. Ich bin da so lang gelaufen durch die Schuhabteilung und habe sie gesehen und dachte, oh mein Gott, wie schön. Die muss ich jetzt anprobieren. Habe sie anprobiert und dann war ich verliebt. Und da musste ich sie haben. Die kosten nur 20 Euro und ich finde die so schön. Guckt euch die mal an. Das ist doch unglaublich. Ja, also die haben hier so Riemchen und die sind halt aus Lack. Wie gesagt, ich stehe gerade voll so auf Lackschuhe. Und ja, zieht einfach eine schwarze Röhre an. Was weiß ich, irgendein langärmeliges Oberteil von mir aus oder ein Wollpulli. Und die Schuhe machen das Outfit, also ihr braucht euch gar keine Gedanken machen. Und hier hinten ist ein Reißverschluss zum Zumachen. Was soll ich dazu sagen, ne? Also, ich zeige sie euch gleich mal angezogen
Und dann werdet ihr sehen, wie wunderschön das Ganze aussieht. Und für 20 Euro kann man doch wirklich nicht meckern. Ja, das war das letzte Paar Schuhe und jetzt habe ich auch erstmal genug Schuhe gekauft. Ich hoffe, ich sehe nicht schon wieder irgendwelche Schuhe, weil wenn ich mich in Schuhe verliebe, dann muss ich sofort haben. Wir weiter mit H&M. Da war ich nämlich neulich mit der Juicy Paulina und da habe ich mir einmal diesen schönen Rollkragenpulli gekauft. Den trage ich übrigens auch in meinem letzten Video, falls ihr euch gefragt habt, woher der ist. Das ist dieser hier von H&M. Der ist, ja, ich würde sagen, normal lang. Also der ist jetzt nicht irgendwie besonders lang. Hinten ist er ein bisschen länger als vorne und ich finde den Kragen sehr, sehr schön. Der steht so richtig schön ab, wenn man den anhat. Und den gab es auch noch in dunkelgrau und den gab es noch in so einem mittelgrau. Und das ist jetzt das hellgraue, wie ihr seht. Und ja, 30 Euro kostet der und finde ich voll schön. Und ja, der hält auf jeden Fall sehr warm. Übrigens auch die Größe XS genommen und da er, genau, XS, und der etwas breiter ausfällt, könnt ihr auch 1000 Unterhemden drunter ziehen, also den Look halt ein bisschen zwiebeln und dann ist es wirklich überhaupt nicht kalt. Dann habe ich mir noch so ein Karohemd gekauft bei H&M, dieses hier. Ich fand die Farben einfach sehr schön, dieses Muster hat mir sehr gut gefallen, passt auch zu jeder schönen Jeans oder zu einer cremefarbenen Hose. Ja, ist halt immer sehr cool für den Herbst so. Und ich dachte, die Farben stehen mir eigentlich auch ganz gut. Deswegen habe ich mir das auch mitgenommen und das hat gekostet 20 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube 20 Euro. Und das ist aus dieser Lock-Abteilung, also diese sportlichere Abteilung. Bin sehr zufrieden und das ist auch ein sehr schönes Material. Also es ist wirklich so ein dicker Stoff, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja immer so diese dünnen Hemden und es gibt diese dickeren, die so weich sind. Und das ist einer von den dickeren. Immer noch bei H&M und habe mir einfach eine neue schwarze Skinny Jeans gekauft. Das ist jetzt eigentlich so eine Jeggings, wie ihr seht. Komm mal näher, also so seht ihr das sehr gut. Schön stretchy und hinten hat sie kleine Täschchen am Popo. Seht ihr das? Ja, so ist gut. Und die sitzt sehr geil, also die sitzt richtig eng und eigentlich so wie so eine Leggings. Und die gibt es auch in allen Farben. Es gibt noch grau, also so dann im Jeans-Look. Dann gibt es noch khaki-farbene Hosen und so. Und die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich werde mal gucken, ob ich mir auch noch eine andere zulege, weil die sitzt echt sehr cool und die kostet nur 20 Euro. Deswegen kann man da nicht viel falsch machen. Und so eine schwarze Hose geht halt immer, trage ich sowieso sehr gerne. Und die habe ich in der Größe 34 mitgenommen. Und die fallen halt normal aus, also passt sehr gut. Dann war ich ja wieder im Primark mit einer Freundin dann. Wie gesagt, mein Fitnessstudio, das habe ich schon mal erzählt, mein Fitnessstudio ist direkt über dem Primark. Und manchmal gehen wir dann noch eine Runde vorher da durch oder danach. Und da habe ich letztens dieses schöne Teilchen hier gefunden. Das ist ein Oberteil, das so einen schönen Schnitt hat, wie ich finde. Ihr seht, innen ist so ein Bogen, hier unten halt, hier ist so ein Bogen und das sieht auch sehr cool aus, in die Jeans dann gesteckt. Und an den Seiten ist es halt ein bisschen länger, so erkennt man das ganz gut. Und es sieht so aus, als ob es so überschlagen ist dann und das hat voll den schönen Ausschnitt. Und das finde ich sehr schön für so Events oder wenn man abends schicker essen geht oder so. Oder einfach so auf eine Feier oder so. Jetzt kommt ja eh so die Weihnachtszeit und die ganzen Feiertage und sowas geht halt immer. Und ich finde auch vom Material fühlt es sich sehr gut an. Das ist so ein weicher, angenehmer Stoff, finde ich. Also nicht so dieser glänzende, komische
Stoff, sondern fühlt sich schon gut an. Hat gekostet 10 Euro nur, das ist so cool. Und das gab es auch in so einem dunklen Pflaumenton, also so ein dunkles Bordeaux-Rot, Lila, sowas in der Richtung. Aber ich habe es halt in Schwarz genommen, weil ich Schwarz einfach liebe. Und ja, bereue ich auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr froh, das gekauft zu haben. Und jetzt kann ich es auch tragen und das Preisschild abmachen. Man wartet ja immer als YouTuber, bis man den Haul gedreht hat, irgendwie voll komisch. Dann habe ich noch eine Hose bei Mango gefunden, eine Jeanshose, und zwar diese hier. Eigentlich nichts Besonderes, die ist halt high-waisted und die bekommt ihr aktuell, also die sind neu reingekommen. Ich finde halt nur die Farbe so schön. Es ist kein Grau, sondern eher so ein Blau, aber so ein dreckiges Blau. So ein verwaschenes Blau, und das gefällt mir halt ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Ich glaube 30 Euro. Irgendwie so, ist jetzt schon ein bisschen was her. Und hinten sieht sie so aus. Also ganz normale Taschen und so. Aber ich finde die Farbe halt sehr cool. Ist mal was anderes. Und ja, so ein Standardteil. Und dann kann man auch halt so dieses Hemd zum Beispiel sehr gut dazu kombinieren. Und, und. Also irgendwie so eine coole Farbe, die hatte ich noch nicht. Deswegen durfte die auch mit. Und dann war ich bei Pimki und habe mir einen Schal gekauft. Und Leute, irgendwie habe ich gemerkt, dass bei Pimki total die schönen Schals sind. Ich glaube, ich hole mir die da jetzt immer, weil die sind erstens total schön und zweitens total weich immer und kosten genauso viel wie in anderen Geschäften. Da habe ich mir dann den hier gekauft und der ist so weich. Oh mein Gott, das ist so eine geile Qualität. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist, aber es ist so weich. Es sieht nicht nur so aus und kratzt dann, sondern man kann wirklich das als Kopfkissen benutzen. Also ich bin total überrascht. Und ja, wie ihr seht, ist hier einmal so eine Seite in dunkelgrau und einmal so eine Seite in hellgrau. Und ich finde den einfach so edel und so, der sieht so schön einfach aus. Und den trage ich dann halt voll oft im Moment und liebe den über alles. Und sehr, sehr häufig dann immer zur Lederjacke und so. Ihr kennt mich ja. Also ich liebe den voll. Sieht echt cool aus. Und das war's auch schon an meinen Sachen. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Ihr müsst alles eigentlich noch bekommen. Der Schal hat übrigens, ich glaube, 15 Euro gekostet. Und dann hoffe ich, der Haul hat euch gefallen. Falls ihr mehr Fashion Haul sehen möchtet, so die nächste Zeit, dann gebt mir einen Daumen hoch. Da werde ich euch immer so meine angesammelten Sachen zeigen. Und dann, ja, verabschiede ich mich und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!